Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kartenchaos bei Hearthstone. Ja, leider habe ich das letzte Kartenchaos verpasst durch die Hochzeit meiner Schwester. Ich nehme Kartenchaos immer so am Wochenende auf und da war halt die Hochzeit meiner Schwester und da bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen, weil es dann schon vorbei war. Aber diese Woche ist es wieder soweit. Wir haben ein neues Kartenchaos, sogar ein neues Kartenchaos, was ich aufnehmen kann. Es hat sich mal nicht wiederholt. Zwei Tode müsst ihr sterben. Der Tod ist nicht mehr das Ende, denn Diener mit Todesröcheln tun ihren letzten Atemzug jetzt zweimal. Ja, und da habe ich mir auch schon ein Jägerdeck zusammengebastelt. Das ging gestern eigentlich ganz gut von der Hand. Also ich muss sagen, hat sich ganz gut gespielt. Zwei Fallen habe ich drin, beziehungsweise vier Fallen habe ich drin, die ich gar nicht mal so verkehrt finde. Einmal totstellen, um das Todesröcheln noch öfters auslösen zu können. Das ist ein Nerubische Ei natürlich. Die Waffe, weiß ich gar nicht, warum ich die reingetan habe. Das war wirklich nur ein schneller Lauf, wie ich das hier alles zusammengepackt habe. Aber ich muss sagen, bisher lief es ganz gut. So, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Gucken, ob wir damit was ausrichten können. Und ich bin gespannt. Also bisher bin ich auch nur auf Jäger getroffen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Jäger hat auch viele Möglichkeiten mit Todesröcheln. Allein durch seine Savannenhochmähne oder wie die heißt, läuft das eigentlich schon ganz gut. Wobei, die hatte ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht mal draußen. Und schon wieder ein Jäger, ist unglaublich. Hier laufen nur Jäger rum. So, was haben wir denn da? Ja, wir hätten auch... Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Ich glaube, das behalten wir einfach mal so bei. Vielleicht hätte ich die Eiskältefalle rausnehmen sollen. Ich weiß es nicht so richtig, aber wir können mit dem Lepra-Gnom auf jeden Fall anfangen und das ist doch schon mal ein schöner erster Zug. Ja, fangen wir auf jeden Fall mit dem Lepra-Gnom an. Dass der Gegner da schon mal ein bisschen was an Schaden reingebrutzelt kriegt. Und wir schauen mal. Ach, guck mal, der spielt sogar mit dem neuen Kartenrücken. Den hätte ich eigentlich auch nehmen können. Aber nein, danke. Oh, er macht nichts. Er macht nichts. Komm, dann spielen wir das Ei. Weil das Ei ist jetzt super. Dann, wenn er nämlich in der nächsten Runde irgendwie spielt, kann ich mit dem ruchlosen Unteroffizier das Ei buffen. Und dann kriege ich da zwei komische Nerubia raus. Andererseits könnte ich das Ei aber auch so verstärken mit Blutelfenklerikerin. Aber die hebe ich mir mal lieber noch so ein bisschen auf. Okay, Misha ist mir relativ. Misha ist mir gerade relativ. Jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich denn da spiele. Ich glaube, ich mache es so. Machen wir es so. Und ich bin gerade mal überlegen, spiele ich noch hier den irren Wissenschaftler? Das wäre eigentlich eine Idee. Wir spielen den irren Wissenschaftler, haben jetzt ordentlich was auf dem Feld, gucken, was der Gegner da machen möchte. Na, da klaut er mir den, das ist mir wurscht. Das ist mir völlig egal. Wir werden es jetzt wie folgt machen. Warte mal, was kostet der denn? Der kostet 3, der wird dann 5 kosten. Das können wir eigentlich tun. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir machen es so. Warte. Moment, ist das sinnvoll, wenn ich den jetzt da drauf spiele? Ich muss gerade echt überlegen. Aber ich glaube, können wir machen. Was haben wir da jetzt gekriegt? Die Bärenfalle und die Sprengfalle. Okay, das soll mir recht sein. Und weiter geht's. Ja klar, er macht jetzt mein Ei weg. Das war mir schon sonnenklar, dass das passiert. Und da hat er sein kleines Monsterchen und das Monsterchen auch. Okay. Aber wir haben ein neues Ei.
und wir gehen weiter ins Gesicht. Wir gehen weiter ins Gesicht, das soll uns soll kein Problem für uns sein. Jetzt haut er den natürlich weg, klar, wir kriegen dann ein bisschen Schaden. Jetzt kommt die Sprengfalle raus, auch das ist nicht ganz so wild. Wir kriegen Schaden, dann kommt da unser Bär raus. Und da kommt die nächste Falle. Oh, er spielt auch zwei Fallen, okay. Gut, er spielt auch zwei Fallen. Was machen wir an dieser Stelle? Wir machen es einfach mal so und beenden den Zug. Ich weiß, ich hätte vielleicht noch angreifen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieser Wannenhochmähne. Okay, das ist egal. Das ist total egal, denn jetzt können wir auf jeden Fall ihn spielen. Damit lösen wir die Eiskältefalle aus, das habe ich mir beinahe gedacht. Und wir können jetzt trotzdem... So, jetzt ist die Frage, schieße ich drauf aufs Gesicht oder... Lass ich's bleiben. Wir machen es einfach so. Weil theoretisch müsste er ja mit der Hochmähne auf den Tank drauf gehen. Es sei denn, er hat jetzt noch eine Waffe auf der Hand, dann könnte er den Tank von mir auch so wegmachen, dann könnte er mit seinem Kleinen angreifen. Er greift mit dem Kleinen als erstes an, habe ich mir beinahe gedacht. Aber ist egal. Schade, schade, schade. Hat er das doch durchschaut. Da hat er es doch durchschaut. Ist mir aber wurscht. So, nächste Runde spiele. Ach, das ist jetzt aber kacke. Das ist jetzt richtig kacke. Okay, wir werden alles spielen, was wir haben. Okay. So, jetzt haben wir alles rausgespielt, was wir besitzen. Gucken, ob wir überhaupt noch gewinnen können. Können wir noch 4? Was hat er denn? 4 Angriff, 6 Angriff, 10 Angriff, 14 Angriff hat er, 15, 16 mit seiner Heldenfähigkeit. Und wir haben halt noch ein paar Todesröcheln-Viecher auf dem Feld, wo ich natürlich darauf hoffe, dass davon noch ein paar geploppt werden und wir vielleicht aus unseren Spinnen ganz gute Kreaturen rausbekommen. Er braucht wieder etwas länger. Ah, er tut doch was. Oder? Tut er nichts? Damit ist das der zweite. Der ist mir aber auch relativ... Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Das hilft uns nicht sonderlich weiter. Das hilft uns nicht sonderlich weiter. Wir haben nur noch 8 Leben. Das ist ein ganz großes Problem für uns. Was haben wir da rausgezogen? Die Sprengfalle. Okay, wir kriegen die Hunde auch raus. Maxner kriegen wir raus. Das Hühnchen bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles gar nichts. So, wie mache ich es jetzt am besten? Sehr schön. Oh nein.
Ich habe vergessen, dass da sowas passiert. Können wir jetzt überhaupt noch gewinnen? Können wir überhaupt noch gewinnen? Scheiße, ich glaube, wir können gar nicht mehr gewinnen. Nee, wir können nicht mehr gewinnen. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Falle hat uns gerade richtig reingerissen. Schade. Ein bisschen zu wenig Schaden. Wir geben einfach auf. Was soll's, weil verloren ist sowieso. Wir machen die nächste Runde. Es lief ja eigentlich ganz gut, wenn am Ende nicht noch diese blöde Bärenfalle da gewesen wäre. Aber gut. Man kann nicht immer alles haben, was man will. So. Die Hunde, lass die Hunde los, wäre geil gewesen. Die habe ich auch extra zweimal drin. Weil damit hätten wir, glaube ich, sogar... Ja doch, damit hätten wir sogar noch gewonnen mit Lass die Hunde los. Weil da hätte er mich ruhig angreifen können. Das wäre mir völlig egal gewesen. Die Sprengfalle hätte ihn dann umgebracht. Wobei, ich glaube, die hätten wir nicht mal mehr gebraucht. Ich glaube, lass die Hunde los. Er hatte ja 7 Sachen auf dem Feld. Schon wieder ein Jäger. Wir finden hier echt nur Jäger. Nee, stimmt. Lass die Hunde los hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Fass will ich nicht haben. Ihn behalte ich mal auf der Hand für den Fall, dass wir ein Ei ziehen. Oh Gott, das sind keine guten Karten, die wir da jetzt gezogen haben. Der Igelhornbogen, also der Adlerhornbogen, der ist ganz gut. Vorausgesetzt, wir ziehen noch irgendwie so einen, wie heißt der, irrer Wissenschaftler oder was, der die Fallen ruft, beziehungsweise eine Falle ruft und in dem Modus 2. Das wäre natürlich mit dem Bogen in Kombination ultra geil. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Jäger gegen uns, das ist ja hervorragend. Das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht als erste Karte. Dann kriegen wir wenigstens 2 Monsterkarten auf die Hand, beziehungsweise 2 Wildtiere. Hauptsache, das sind nicht wieder so hässliche Wildtiere wie das komische Huhn und das Schwein, was wir ja vorhin im letzten Spiel gezogen haben. Das waren nicht die besten Dinger, die wir da gezogen haben. Okay. Was machen wir denn nun? Wir gehen einfach nur ins Gesicht, was soll's. Einfach nur ins Gesicht. Da haben wir auch schon das Ei gegen uns. Was ich jetzt sehr uncool finde. Heiligsblechle, den haben wir auch noch. Das ist echt hammerkrass. Wie ist das eigentlich, wenn der Todesröcheln-Effekte von eurer Diener werden 2-mal ausgelöst? Heißt das, dass ich, wenn ich den jetzt in der nächsten Runde spiele, ich würde dann 4 Viecher auf die Hand kriegen? Das werde ich gleich auf jeden Fall mal testen, wenn die Spinne überleben sollte. Okay, da haben wir das Schwein. Hä, ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, wollte er ernsthaft mit dem Schwein die Spinne angreifen? Das wäre ja ein bisschen sehr sinnfrei gewesen. Ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Machen wir das? Testen wir es wirklich? Ist das sinnvoll? Andererseits würde ich gerne das Schwein so umbringen. Ich glaube, wir machen es an... Machen wir es anders? Machen wir es anders? Ich glaube, wir machen erstmal den hier. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Machen es erstmal so. Okay, das hat uns jetzt nicht sonderlich weitergeholfen, aber gut. So, wenn er jetzt die Spinne leben lässt, dann werde ich mal das probieren mit dem Baron Totenschwur. Aber ich denke mal, er wird erst auf die Sonnenbeschützerin oder Sonnenläuferin gehen. Wie viel Mana haben wir gleich? 5 Mana. Schade, hätten wir 6, hätte ich da sogar noch mehr Viecher auf die Hand mir holen können. Aber bringt im Grunde nichts, weil wenn da immer nur so hässliche kleine Viecher rauskommt, wie, obwohl der Panther, der geht einigermaßen, aber hier die hungrige Krabbe, die bringt uns überhaupt null. So, jetzt wird er wahrscheinlich sein Ei ploppen, wa?
Gehe ich mal schwer von aus. Okay, er ploppt sein Ei nicht. Ah, so macht das. Na gut. Ach, Kacke. Warte mal, was wäre denn jetzt sinnvoll? Sinnvoll wäre doch jetzt ein Ei kaputt zu machen, dann das andere Ei kaputt zu machen. Sehe ich das richtig? Okay, Moment. Wir werden erstmal... Scheiße, geht nicht. So, da haben wir schon mal ein Ei so weit hinweggekriegt. Jetzt könnten wir eigentlich das andere Ei auch noch wegmachen, oder? Ich glaube ja. So. Dann können wir es so machen. Und da die nächste Spinne hätte ich eigentlich noch spielen können. Schade. Aber jetzt können wir auf jeden Fall dann in der nächsten Runde das mal testen. Mit dem Baron Totenschwur und den Klamotten. Ja, das ist mir völlig egal. Das ist mir alles völlig egal, mein Freund. So, da haben wir das. Was haben wir denn jetzt? Wir hätten 4, 5, 6, 7 bräuchten wir. 7 bräuchten wir. Okay, ich würde sagen, wir spielen ihn. Wir spielen die Krabbe. Und wir spielen es so. Das ist okay. Die Eier hat er nicht mehr, das finde ich schon mal sehr gut. Dann haben wir die Eier soweit ausgespielt. Okay. Ach, guck mal, bringt gar nichts. Es wird nur zweimal ausgelöst. Das heißt, Baron Totenschwur hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Weil sonst hätte er mir ja jetzt auch 8 Schaden gemacht mit dem Gnomen. Das hat also gar keinen Sinn. So. Spielen wir den jetzt schon? Macht das Sinn, den zu spielen? Ich glaube nicht. Wobei, es macht wohl Sinn. So. So, wir sind zwar mit 13 Leben relativ weit unten, aber... Obwohl, jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommen bestimmt irgendwelche fiesen Zauber, wa? Nee, noch nicht. Okay. Warte mal, wie viel Schaden würden wir machen? Wir würden, mal eben kurz gucken, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Machen wir es so. Sind schon mal bei 13. Jetzt ist die Frage, will ich das? Nicht, dass da irgendein Scheiß rauskommt. Okay, das ist jetzt nicht ganz so wild.
Okay. Oh. Natürlich, hat er zweimal fast. Mit Sicherheit. Ach, ist das ein Scheiß, ey. Ist das ein Käse. Und unser einer zieht einfach kein Fass. Ich hab die ganze Zeit kein Fass gezogen, ne? Letzte Runde auch schon nicht. Habe ich die überhaupt drin? Moment, da muss ich eigentlich mal gucken. Aber ich meine, ich hätte die mit reingenommen. Tatsächlich, ich habe zwei Fass drin. Habe ich nie gezogen. Genauso wie Lass die Hunde los, auch gar nicht gezogen. Gibt es sonst noch was, was wir gar nicht gezogen haben? Wir haben das kleine Zeugs gezogen. Die Eier hatten wir, Fass hatten wir nicht, Lass die Hunde los hatten wir nicht. Baron Totenschwur kann auf jeden Fall dann rausgenommen werden. Der ist jetzt nicht so pralle. Und die Hochmähne habe ich noch nie gezogen. Noch überhaupt gar nicht. Aber nun gut. Gut, ich habe euch jetzt dieses Kartenchaos gezeigt. Ich muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt wieder beide Male verloren habe. Irgendwie verliere ich sowieso alles. Wenn ich aufnehme, verliere ich immer alles. Und wenn ihr wissen wollt, was nächste Woche für ein Kartenchaos kommt, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.